Lass ihn mal wieder Kind sein. Die besten Abenteuer auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Kai, du als alter Rostocker Jung, erster Auswärtssieg des FC Hansa in Magdeburg überhaupt. Yay, 3 Punkte. 3 Punkte mehr nicht? Nein, 3 Punkte auswärts, immer ganz besonders schön, auch gerade wenn man 1-0 gewinnt. Aber wie gesagt, ich glaube, auch wenn man in Groß-Asbach 1-0 gewinnt oder in Uerdingen, sind die 3 Punkte genauso sensationell. Und hier vor der Kulisse und auch vor unseren Fans, die wir zahlreich mitgekommen sind, umso schöner und ja, großartig. Komplette Mannschaftsleistung. Wir haben so die ersten 30 Minuten gedacht, oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? Da braucht es einen starken Torwart und einen guten Defensivverbund. Und danach hatte sich die Mannschaft gefunden. Warum hat man den Auftakt so ein bisschen verpennt? Ich glaube nicht, dass wir den Auftakt gepennt haben. Ich glaube, wir waren da auch schon gut in den Zweikämpfen, aber haben kleinere Fehler gemacht, bei dem Magdeburg auch sehr, sehr gut gestört hat. Und das haben wir dann versucht abzustellen, hat uns auch sehr gut, hat ja sehr gut geklappt dann auch. Ich glaube, zweite Halbzeit waren wir dann die klar bessere Mannschaft. Was ist spielerisch mit der Mannschaft möglich? Wir Auswärtssiege in Magdeburg und alles Weitere, was mit der Mannschaft möglich ist, werden wir nächste Woche im Heimspiel wiedersehen. Gegen den Ex-Club? Gegen den Ex-Club, ja. Freue mich drauf. Super, wir uns auch. Danke dir. Markus Kolke, ein Spiel, ein Sieg, ein Auswärtssieg, den der Torwart heute zu wie viel Prozent gewonnen hat? Genauso viel zu viel Prozent wie die ganze Mannschaft, die hier angereist ist. Wie jeder Spieler bei uns im Kader, wie jedes Trainermitglied, wie jedes Funktionsteammitglied. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir gewinnen zusammen, aber wir verlieren halt dann auch mal zusammen. Ja? Deswegen möchte ich jetzt hier auch gar niemand rausheben. Du bist Führungsspieler in der Mannschaft, bist Mannschaftskapitän. Sagst du was, wenn man vor 23.000 in Magdeburg spielt? Sagst du da vorher was zur Mannschaft? Nein, also erstmal Kapitän ist Julian Riedl, unser Mannschaftskapitän. Ja. Dann war heute ein besonderes Spiel für den Trainer und für Nils Butzen. Und das Zweite ist, jeder weiß, was das für ein Duell ist. Zwei Traditionsvereine, Ostduell, ja, Derby, 2500 Hansa-Fans hier. Normalerweise brauchst du da gar nichts sagen vorm Spiel. Da ist jeder bis in die Haarspitzen motiviert und will da gewinnen. Ja. Wenn da in der zweiten Halbzeit so zum Ende hin vorne mal ein paar Bälle verloren werden, kriegt man da als Torwart hinten so ein bisschen graue Haare und denkt, ah, können wir das nicht vernünftig ausspielen irgendwie? Nein, absolut nicht. Ich glaube, wir haben es einfach jetzt gut gemacht. Wir hatten hinten genug Personal, die das aufgefangen haben, dann, wenn wir vorne auch mal einen Ball verloren haben, was wir jetzt in den letzten Spielen, wo wir immer gezittert haben, jetzt gegen Meppen und so, am Ende nochmal war das jetzt einfach besser. Wir haben hinten gut abgesichert und ist auch nicht mehr viel angebrannt dann. Ich danke dir. Münes Pipic, 1:0 Sieg des FC Hansa Rostock in Magdeburg. Ich weiß nicht, ob es euch Spielern bewusst war, es ist der erste Auswärtssieg in der Geschichte des FC Hansa in Magdeburg. Also mir war das jetzt nicht bewusst, aber trotzdem richtig geiler Sieg, Derby-Sieg. Und ja, wie wir uns reingehauen haben und gespielt haben, war einfach nur Respekt an die Mannschaft und ja, wir sind einfach nur überglücklich. In der ersten Halbzeit haben wir Angst und Bange gehabt. Da braucht es einen guten Torwart und einen guten Defensivverbund, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Kolle hat uns da auf jeden Fall im Spiel gehalten, die ersten 20, 25 Minuten. Aber dann nach dem Tor sind wir sehr gut ins Spiel gekommen. Haben meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als der Gegner gespielt. Und das dann bis zum Ende durchgespielt. Was kann man aus diesem Sieg heute für den weiteren Verlauf der Saison ziehen? Ja, das war ein ganz wichtiger Sieg von uns. Einfach alles mitnehmen, alles Positive mitnehmen. Und ich bin mir sicher, wenn wir so weiterspielen, dann werden wir auf jeden Fall einige Punkte holen noch. Freuen wir uns drauf. Danke dir, Jens Hertel. 1:0 Sieg gegen den ersten FC Magdeburg. Wie ist es heute dazu gekommen? Ja, weil die Mannschaft dieses Derby eben angenommen hat, so genauso wie die Zuschauer, die hier eine fantastische Atmosphäre produziert haben. Aber beide Fanlager haben hier richtig Alarm gemacht. Und die Mannschaft hat das auf dem Platz eben auch umgesetzt. Wir haben uns trotzdem schwer getan in der ersten halben Stunde, weil Magdeburg da enorm aggressiv und druckvoll gepresst hat, uns zu Fehlern gezwungen hat, die wir dann eben auch noch hin und wieder eben auch leichtfertig verursacht haben. Und dann hatten sie ein klares Chancenplus und Markus Kolke hat uns dann schon noch im Spiel gehalten. Und das war dann schon noch wichtig, dass wir da nicht in Rückstand geraten. Und dann haben wir das erste Mal uns dann strukturiert in ihre Hälfte gespielt und auch das endlich mal geschafft, hinter ihre Kette zu kommen. Und dann ist es natürlich umso schöner, dass man mit der ersten Chance dann eben auch direkt in Führung geht. Und
ab dann, denke ich, waren wir richtig im Spiel, haben wir gute Phasen gehabt im Ballbesitz, aber auch Gegenball. Aber Kai und Peppo haben heute auch wieder ein Riesenpensum absolviert und alle anderen eben auch. Und dann haben wir gute Situation in der zweiten Halbzeit rausgespielt, wo wir eigentlich das zweite Tor machen müssen. Dann wäre hier vielleicht ein bisschen schneller Ruhe drin gewesen. So ist es natürlich immer noch ein Zittern. Da gibt es noch eine Ecke in der Nachspielzeit und Magdeburg ist dann schon auch nicht so schlecht in der Luft. Da war es dann halt wieder zittrig, aber wir haben das zweite Mal zu Null gespielt. Dann noch hier dazu in Magdeburg zu gewinnen, das ist schon auch was Besonderes. So werden wir es auch mitnehmen, ohne dass wir jetzt dann übersteuern und das zu hoch hängen. Gibt ja auch plus 3 Punkte. Sie haben gesagt, es ist was Besonderes. Sie haben lange hier gearbeitet. Für den FC Hansa ist es in der fast 55-jährigen Vereinsgeschichte der erste Sieg in Magdeburg in einem Punktspiel. Was bedeutet das dem Trainer Jens Hertel? Na gut, das ist jetzt für mich in dem Moment jetzt statistisch nicht so wichtig. Wenn das für die Leute was Besonderes ist, dann würde mich das freuen, dass man halt, damit dann auch in Verbindung steht. Wichtiger war es für uns jetzt in der aktuellen Tabellensituation, da ein bisschen sag ich mal, einen Schritt nach oben zu machen, auch in der Tabelle und ein bisschen Luft nach unten zu bekommen und jetzt eben auch, aber weiter eben dran zu bleiben. Es war klar, dass es die Mannschaft, die eben das Spiel gewinnt, sich eher ein Stück weit nach oben orientieren kann, die andere nach unten, aber eben nächste Woche musst du halt nachlegen und das wird auch kein einfaches Spiel gegen 60 wenn wir da nicht weiter so bissig und konzentriert sind, dann ist es halt auch ein Stück weit wieder verwässert, was wir heute hier erreicht haben. Warum sollten wir nächste Woche im Ostseestadion genauso viele Zuschauer haben wie heute in Magdeburg? Boah, das wäre schon außergewöhnlich, ja, wenn wir das schaffen, sag ich mal, zu so einem Spiel jetzt zu dieser Jahreszeit dann nochmal so viele. Aber ich denke, aufgrund dieses Sieges und auch des letzten Heimsieges gegen Meppen und dass wir jetzt insgesamt auch ein bisschen in einer anderen Tabellenregion sind, dass da schon der eine oder andere dann vielleicht neugierig wird und mal vorbeischaut, würde uns freuen. Wir sind auf jeden Fall da, Sie auch, und dann holen wir uns den nächsten Sieg.